Grüß Gott miteinander. Grüß Gott miteinander. Alle sind wieder da, hier in der Meulesmühle. Sie sind auch daheim wieder am Bildschirm. Ich freue mich, dass Sie zu Freunde in der Meulesmühle gekommen sind. Alle sind gekommen, außer mein Kalle. Der ist mal wieder nicht da. Aber beim Kalle ganz normal. Dabei wäre aber mein Gast ja schon da, der Matthias Dretter. Bitte schön. Beifall bitte. Matthias. Matthias, du warst ja nicht oft bei uns, deshalb weißt du es auch nicht, bis du bei uns was zum Trinken kriegst, in diesem Laden da. Da wirst du alt. Gott sei Dank beschäftigst du ja mit dem Alter. Ne? Ja, ich bin Politkabarettist, ich muss mich mit dem Alter beschäftigen. Ja. Sie kennen ja alle das Durchschnittsalter von Kabarettpublikum. Mhm. Ist ganz besonders schlimm bei den Groupies. Ja, ich werde immer mit Stützstrümpfen beworfen. Und die halten dann immer Plakate hoch. Matthias, ich will ein Kind mit dir adoptieren. Ja, es ist wirklich, man fühlt sich wie ein Stück Fleisch. Furchtbar. Ja, ja, schon. Ich meine, dass ich ein Alter mit dem Alter beschäftigt, das liegt wohl am Alter. Aber in deinem Alter. Also die einzigen Jungen, die vorbeikommen, das sind die Zivis. Ach, die Alten Reichen vorbeibringen. Ja, ja, das ja. Ist es. Ja, ja, also mit denen will man sonst nicht versorgen. Komm, jetzt trinken wir da Hand ein. Ich muss halt selber machen, weil du Karl, ja. Kennst ja, weißt ja. Ne? Das heißt, du weißt ja nicht, dass der nie kommt. Der ist halt, du weißt der Teufel, wo der ist. Du, Albin. Ja? Man hat schon angefangen. Das ist eine so dumme Frage. Hat schon angefangen. Wir sind fast schon wieder fertig. Wir sind mittendrin. Wo ja, kommst du denn her, Mensch? Ich war noch auf der Beerdigung von Beidingers Gustav. Ach, um die Zeit, hä? Um die Zeit auf der Beerdigung. Ja, so was zieht sich, das ja. Weißt du selber. Hä? Ja, schon. Und wie war die Beerdigung? Eine wunderschöne Leiche. Wunderschön. Dazwischen ein bisschen peinlich, aber dann war es ganz gut. Ja, wieso was war peinlich? Die Kirche bei der Feier war grammelvoll. Das ist ja nicht peinlich. Ja, das hat der Pfarrer gefreut. Ne? Das meine ich auch nicht. Aber der Pfarrer hat sich mittler in seiner Predigt zum aufgebahrten Sarg umgewandt, ne? Ja. Und hat gesagt, mein lieber Gustav, du warst ja hier bei uns in der Gemeinde sehr beliebt. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe dich nie bei mir in der Kirche gesehen. Und das war dir peinlich, Quatsch? Nein, das noch nicht. Aber dann hat einer von unten hochgeschrien, der wäre auch jetzt nicht da, wenn wir nicht zu sechs reingeschleust hätten. Also über Beerdigungen schwätzen wir jetzt nicht. Ne? Nein, das ist eine Unterhaltung. Weil, nein, so schnell stirbt sich sie auch nicht. Ne? Und nachher wird uns ja der Matthias noch erzählen, wie schön das Alter sein kann. Also, ja, ja. Nein, also, wir kommen jetzt zu zwei alten Bekannten. Eigentlich sind es zwei junge Franken. Und die treten auch manchmal als alte Damen auf, nämlich als Waltraud und Mariechen. Aber jetzt sehen wir zuerst einmal sie also als ohne Frau. Also heute sind sie da als sich. Als Mann, beziehungsweise als Volker Heiß Mann und Martin Rassau. Mein Wohnzimmer, ich warte auf Besuch, ich komme gleich, aber er ist noch nicht da. Ding Dong! Geh jetzt rein, ich habe keine Tür, ist ein Vorhang. Stimmt, da ist gar nichts. Hallo, ja. Grüß Gott, ich bin von der Tourist Information Nürnberg. Schwanzbinder mein Name. Ja. Franz Schwanzbinder. Freut mich sehr, Herr Schwanzbinder, ist ein Doppelname, ja? Ja? Ja, haben Sie die Frau Binder geheiratet? Ja. Woher wissen Sie das? Hab ich mir jetzt gedacht. Ja, ne? Stimmt ja. Ja, ich habe die Frau Binder geheiratet. Hab mir gedacht, ist doch ein wenig besser, als wenn der Schwanz alleine steht. Ja, ja. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten die Frau losgeheiratet, ne? Bitte nehmen Sie doch Platz. Bitte nehmen Sie Platz.
Bitte. Nehmen wir doch Platz. Bitte. Wollt ihr Kissler? Nein, nein, danke, danke. Das passt, das passt. Ja, nehmen wir doch Kissler. Ich kenne gar keine Frau los. Eine Frau groß habe ich mal kann. Nehmen wir doch Kissler. Ich möchte kein Kissen. Nein, nehmen wir das Kissler. Dann nehmen Sie mein Kissen. Passt auf, dass wir meine Hummelfiguren da runterschmeißen, gell? Ach, Hummel? Ich dachte, das sind Bienen. Nein, nein, Hummelfiguren. Hummel. Ganz aufgeben, die sind ganz wertvoll. Die sind ganz wertvoll. Jawohl. Ich will nicht anfassen, das wird nicht angefasst. Da steht Made in China drunter. Nein, Unterfällen, das ist das allerletzte Menschenskinder. Ja. Oh Gott, ich bin es. Oh Gott, ich bin es. Haben wir keinen Anschluss. Ja, jetzt. Wunderbar. Also ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sage ich Ihnen, wollen Sie ein Buch zum Lesen? Nein, danke, danke. Danke. Also Sie wohnen sehr niedrig. Ich ja, aber Sie, wenn Sie so nicht rausschauen können, deswegen lesen. Bitte sehr. Ja, ne. Ja, na, also, wenn Sie nicht heraufsehen können, können Sie in der Zwischenzeit ein etwas Buch lesen. Ja, die schaut ein wenig intellektuell aus, die versteht den Dialekt. Ach so, nicht. Ja, nachhelfen. Ja, gut. Lassen wir es lieber da. Ne? Na, also, wissen Sie, sehr bequem bei Ihnen. Sehr. Ja, sehr. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, weil ich habe ja im Preisausschreiben gewonnen. Ne? Eine einzige Postkarte habe ich weggeschickt und jetzt habe ich den Preisausschreiben gewonnen. Das ist für mich ein Wahnsinn. Ja? Jeden Tag darf ich auf dem Christkindlersmarkt mit 5 Personen essen und trinken, so viel ich will, an jedem Stand ein Geschenk aussuchen. Und am ersten Feiertag darf ich das Christkind heiraten. Sagen Sie mal, von was träumen Sie denn nachts bitte? Von die Engeli. Also, wie gesagt, ich komme von der Tourist Information Nürnberg. Ja. Nürnberg. Genau. Eine Frage, müssen es jeden Tag die gleichen Leute sein, die ich da mitnehmen darf auf dem Christkindlersmarkt? Oder kann ich auch jeden Tag andere mitnehmen? Das wäre viel schöner, weil dann kann ich mehr Leute einladen. Ne? Jeden Tag mit 5 Personen essen und trinken, so viel ich will. Und dann an jedem Stand ein Geschenk aussuchen. Und am ersten Feiertag das Christkindler mal so richtig. Also, das ist ein tolles Geschenk. Darum geht's doch gar nicht. Schauen Sie, wir erwarten ja zum nächsten Christkindlersmarkt, erwarten wir ja wieder Millionen. Milliarden von Besuchern erwarten wir. Gut, es kommen nur ein paar Tausend. Aber erwarten, täten wir Milliarden. Aber selbst diese Tausende von Gästen, die können wir in der Hotellerie gar nicht mehr unterbringen. Deshalb muss eine Vielzahl von Gästen bei Einheimischen zwangseinquartiert werden. Und Sie sind dabei. Was? Ja. Fremde Leute? Ja. Zu mir? Ja. Nach Hause? Ja. Aber wirklich nicht. Aber natürlich. Aber wirklich nicht. Aber natürlich. Aber total nicht. Da werde ich mich wehren. Einstweilige Verfügung. Da können Sie sich überhaupt nicht wehren. Das ist gesetzlich so beschlossen. Damals unterm Schröder. Gerhard Schröder hat es noch per Gesetz so... Ja. Hat der wegen Erfolgklatsch oder was? Der beschließt es. Und der ist gar nicht mehr da. Der hockt jetzt in Russland in seiner Pipeline, raucht seine Zigarren. Und jetzt haben wir schon die Merkel. Am Schluss muss ich die Merkel noch heiraten. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Da müssen Sie dann die Merkel. Oh. Ein Opfer für das Land. Ein Opfer. Ich hab doch keinen Opferstock. Also sorgen Sie doch. Das allerletzte. Ja, da bin ich jetzt mal gekommen. Ihre Wohnsituation. Sie wohnen ja sehr geschmackvoll. Ja, ja. Zu überprüfen. Ja, ja. Nein, ich wohne hier schon immer. Schon immer? Ja, ja. Meine Eltern haben schon hier gewohnt, meine Großeltern. Alle haben hier gewohnt. Ja, ja, meine kleine Schwester, die ist 4 Jahre jünger wie ich, kam vor mir auf die Welt. Also hat auch schon hier gelebt. Ja, ja. Ich habe schon immer da gewohnt. Also die ersten 9 Monate meines Lebens habe ich auf sehr beengten Raum gelebt. Aber dann habe ich das Loch erwischt und seitdem bin ich hier. Ja. Ah ja, und wie groß ist Ihre Wohnung? Ja, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, Schlafzimmer, Flur. Und Toilette? Toilette? Die ist im Schlafzimmer integriert. Was? Das Abort am Schlafzimmer? Ja, wissen Sie, ich muss nachts so oft raus. Ne? Ja, ja. Und habe ich in die ganze Wohnung gelaufen, da war ich hellwach. Jetzt liege ich in meinem Bettstädtler drin, denke mir, ah, ich glaub, da drückt mir was. Dann gehe ich raus, setz mich auf meine Säule und mach mein Geschäftler und dann schlafe ich weiter. So schlafe ich im Jahr 3 Tage länger. Ja. Ich habe nämlich so Camping-WC, Isolde heißt es, Modell Isolde. Ne? Und da häckselt alles durch die Isolde und haut es hinaus auf die Veranda. Ah ja, dann sollte man also die Veranda nicht unbedingt nutzen. Ja, ist halt der scheiß Platz, ne? Ja, ja. Ah ja, na ja. Wenn ich das so grob überschlage, bringen wir hier 20 Gäste unter. Und ja, wenn wir Japaner kriegen, 50. 50 Leute? Nein, nein, nein. Sie können mich hier 3-4 Leute hier unterbringen. Okay, bei mir nicht im Schlafzimmer kommt mir keiner rein, das ist meine Privatsphäre. Da kommt mir kein Mensch rein. Ja, Moment mal, Sie sind da nicht da. So? Man kann den Gästen doch nicht zumuten, dass ein Fremder durch die Wohnung läuft. Ja, das kann man natürlich den Gästen nicht zumuten. Wo soll ich denn hin? Ja. Hä? Soll ich 4 Wochen im Dezember soll ich in die Garagen aus? Eine Garage haben Sie? Sehr schön, bringen wir auch noch mal 6 Gäste unter. Für was haben Sie überhaupt eine Garage? Was habe ich in der Garage? Für meine Kaffeemaschine oder was? Das ist für mein Auto. Ach, ein Auto, was fahren Sie denn? Fort. Wenn ich fahre, fahre ich fort. Ja, ja. Ah ja, bring mir auch noch mal 4 Gäste unter. Wunderbar. Aber so Zugiroller, da können wir 2 Japaner draufschneiden, wenn Sie wollen.
Ja. Oder in die Gefriertruhe bring mir 4 Käseköpfe rein. Ja. Das tun Sie mal nicht so. Ist doch bloß für 4, 6, 8, 10, 12, 16, 32, 87 4, 6, 18 Wochen. Wo soll ich denn hin? 4, 6, 18 Wochen. Soll ich 4, 6, 18 Wochen raus ins Gartenhaus? Ein Gartenhaus haben Sie? Ein Gartenhaus, habe ich gesagt. Gartenhaus. 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 Ich hab's ganz deutlich gehört. Bring mir nur mal 8 Gäste unter. Rutschen Sie mir doch den Buckel und dann steig ich mir am Frack oder wieder nochmal nach. Also seien Sie halt nicht so unleidlich. Doch, das bin ich schon. Sie machen es doch auch nicht umsonst. Ah. Jetzt wird's interessant. Sie kriegen ja für das Ganze eine Aufwandspauschale von 2000 Euro. Pro Person. Oh. Nichts pro Person. Das ist ein schwäbisches Abrechnungssystem. Insgesamt Pauschal für alles. Pro Glühbirne. Nein, für alles. Komplett 2000 Euro. Schlag mal ein. Danke. 2000 Euro. Kriegen Sie gleich einen Barscheck von mir. Wunderbar. Ich kann Sie gleich einlösen. Ach, super, danke. Nee, dann schauen Sie bitte, dass bis zum 28. November alles sauber ist, alles schön ist, dass hier nicht irgendwelche Straßenmusiker am Hausrand rumsitzen. Ne? Und dass unsere Gäste, wenn sie kommen, sich wohlfühlen. Ja, ich schaue einmal. Ne? Ja. Aber sagen Sie den Gästen, sollen wegen Zelte mitbringen und Decken und so weiter. Für was jetzt Zelte und Decken? Ja, weil am 1. August wird das Haus weggerissen. Ja. Ja, das sind zwei, die machen dir überall Furore auf alle Sendeplätze, seid ihr mittlerweile zu sehen. Jetzt gibt's wieder was Gescheites. Ja. Und Waltraud und Mariechen, die sind heute daheim gelassen, oder wie? Ja, die haben keine Zeit, die sind ja so im Stress. All die Leute haben ja halt so doch überhaupt nicht mehr. Die kommt aus dem Zittern nicht mehr raus, weil die haben jetzt am Friedhof in Fürth ist die alte Aussegnungshalle frei geworden und haben jetzt einen Kaffee reingemacht. Ja, ah, ja. Das ist total praktisch. Wenn man auf zwei Beerdigungen ist, kann man dazwischen schnell mal einen Espresso trinken gehen. Ja. Nein, man Ach, sieht schön. Ja dann, wenn die nächste Gruppe losläuft. Das ist ja wegen so einem Hügel und dann kommen wir schnell hier rein. Und die haben da so eine Tafel drin, wie am Flughafen. Da stehen die ganzen Namen drauf und die Zeiten. Letzter Aufruf. Und dann gehen die Leute. Ist halt nur blöd, wenn Cancel draufsteht. Das ist dann Cancel, dann darf man. Dann trinken wir einen auf. Aber auf einen schönen Trollinger. Lecker schmeckt er. Apropos Friedhof. Was ist? Der Achim hat mir vorher erzählt, dem sei Nachbar ist gestorben. Ach, wieso? Was hat sie denn gehabt? Gehirnhautentzündung. Gehirnhautentzündung? Das ist eine ganz heimtückische Krankheit, kann ich dir sagen. Entweder stirbst oder du wirst blöd. Woher willst du das wissen? Ich kenne mich da aus, das hatte ich auch mal gehabt. Also ganz so blöd will man jetzt nicht weitermachen. Deshalb jetzt Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle. Und alle schnelle Sauna.
Ja, wissen denn ihr überhaupt, dass ihr da Hände trinket? Das ist ein schwäbischer Aufbautrink. Das ist ein Trollinger mit Lemberger. Der wird hier zu Lande angebaut und garantiert ein langes und ein gesundes Leben. In Maßen genossen. Ja, mit 2 S. Schwäbisches Doping, du weißt. So ist es. Genau. In Massen, also ich weiß nicht. Ändert doch nicht. Was, von was wird man bei euch im fränkischen Alter? Von was wird man alt? Von was wird man alt? Vom Frankenwein natürlich. Und von was denn sonst? Vom gescheiten, schönen Silvaner aus der Würzbrücher Gegend. Ach, das ist, also wenn man da jeden Tag... Ach, du glaubst schon, im Ernst, der hätte so viel Antioxidantien wie der. Oh, Jesus. Na, aber du merkst nicht, wenn du alt bist. Ja, das ist doch, das brauchst du zum Altwerden. Die Antioxidantien, das interessiert, er will nicht Altwerden. Also, Antioxidantien. Antioxidantien sind wichtig, die gehen dann die Herzkrankheit, dann wirst du alt. Was glaubst du, wie viele von dir verdrängt? Guck mal, Silvaner ist gut gegen Gehirnhautentzündung. Das habe ich gehört. Ja. Bring dir mal ein Liter mit. Ja. Aber wie man. Und wenn ich mir sage, wie mir, da meine ich schon die Ältere unter uns, also wir, ja. Wie man's Alter ganz toll, interessant, spannend verleben kann, das zeigt uns jetzt der Matthias Tretter. Ja, Überalterung ist das große Thema in den letzten Monaten. Die Deutschen sterben aus. Ich persönlich finde es ja gar nicht so schlimm. Ja, bei der Überalterung, da geht es ja um das reale Alter. Aber viel wichtiger ist doch das Gefühlte. Und da sieht es für uns Deutsche gar nicht schlecht aus. 72% der Deutschen geben an, sie fühlten sich jünger, als sie tatsächlich sind. Und zwar viel jünger. Gut, das kann man nachvollziehen. Man muss ja nur mal draußen auf den Straßen umschauen. 50-jährige Männer entdecken plötzlich das Radfahren für sich. Mit unabsehbaren ästhetischen Konsequenzen. Sie kennen die, die tragen immer diese knallengen T-Shirts. Da steht hier immer Telekom und drunter wölbt sich diese Leibesfülle. Sind immer so verzerrt, ich lese immer Petersdom. Ja, aber alle fühlen sich jünger. Frauen in den Wechseljahren verschlingen Harry Potter. In den Altenheimen wird Babybrei verfüttert. Oder unsere Universitäten. Heimgesucht von einer biblischen Plage, wild um sich studierende Senioren, überall. Der Schrecken jeder Geschichtsvorlesung. Ich habe Metternich noch persönlich gekannt. Da sind zum Teil Latein-Muttersprachler drunter. Gut, wenn sich jemand an der Schwelle zur Aussegnungshalle noch selbst verwirklichen will, bitte. Habe ich nichts dagegen. Das Problem ist nur, die nehmen mittlerweile den Abiturienten die Studienplätze weg. Alzheimer, der Erstsemester, blockieren die Seminare. Ein Fünftel der Mensa-Besucher muss bereits gefüttert werden. Und Senioren sind unfair. Die haben Stöcke. Und sind pünktlich. Dagegen hat ein normaler Student keine Chance. Und die sind ja wirklich überall. Ich war jetzt kürzlich in Würzburg, wo ich wohne, an der Uni-Bibliothek, weil ich da ab und zu mal was nachschaue. Gehe auf die Toilette. Und was soll ich sagen, dieses Uniklo sieht natürlich aus wie jedes Uniklo in der ganzen Republik, ist alles von oben bis unten beschmiert. Und direkt über dem Pissoir war ganz groß hingekritzelt, ich hab Susanne gefickt. Aber in Sütterlin. Ja. Die sind wirklich überall. Außerdem studieren sie natürlich viel schneller als die Jungen. Ja, dem Langzeitstudium ist da eine gewisse biologische Grenze gesetzt. Und das verhunzt natürlich die Statistiken. Die Regelstudienzeit für Germanistik zum Beispiel ist bei uns in Bayern mittlerweile bei 12 Semestern angekommen. 12 Semester Regelstudienzeit Germanistik. Hören Sie mal, als ich Germanistik studiert habe, da hatte man nach 12 Semestern gerade mal rausgefunden, welcher Bus zur Uni fährt. Weil wir hatten schon auch Senioren im Studium, aber die waren im 123. Semester. Haben sich gerade auf die Zwischenprüfung vorbereitet. Aber diese neuen Senilitonen, die machen innerhalb von 2 Jahren einen Abschluss. Haben sie einen Magister in Philosophie. Da frage ich mich auch, was macht man mit 83 mit einem Magister in Philosophie? Muss man sich mit dem Taxischein danach ganz schön beeilen. Ja. Und die studieren ja nicht nur. Jetzt haben sich die ersten Alten zu sogenannten Senioren-WGs zusammengeschlossen. In München gibt es das jetzt, in Münster.
Und da muss ich sagen, also das kann ich mir für meinen persönlichen Lebensabend auch ganz gut vorstellen. Mit drei anderen kiffenden Opas in so einer Wohnküche hocken und Pläne für die Vergangenheit schmieden. Jeder erzählt, was für ein toller Hecht er war, als er noch allein pinkeln konnte. Josef zeigt Sterbebildchen all seiner Ex-Freundinnen rum. August, das ist der Pädagoge in der WG, August hat seine Gehhilfe im Tigerenten-Look bemalt. Und Hermann prahlt mit seinem Tattoo unter der Achsel. Einmal die Woche ist Spieleabend. Memory. Oder Mikado, je nachdem, wie die Medikamente eingestellt sind. Dann gibt es natürlich auch permanent Ärger in der WG, wie das eben immer so ist bei Wohngemeinschaften, weil Josef mal wieder die Knoblauchpillen von August weggefressen hat und immer seinen Katheterbeutel in die Spüle leert. Hermann macht sowieso ständig Rabatz. Wer von euch hat mein Skateboard? Ihr werdet alle ausgerottet. Aber der meistgehasste Mann in der WG bin ich. Ja, ich komme mit dem Putzplan einfach nicht klar, seit ich meinen Namen vergessen habe. Und einmal im Semester feiern wir eine WG-Party. Ganz klassisch, wie früher. Die Betten, die Ohrensessel, die Rollstühle in ein Zimmer geräumt, damit Platz zum Tanzen ist. 20 Kästen Doppelherz gekauft. Ein paar blutjunge Dinger eingeladen. Also nicht zu jung. In den Wechseljahren zicken die immer so rum. In Josefs Zimmer gibt's eine Cocktailbar. Er selber ist am Shaker. Opa Libre. Tequila Sunset. Dai Perinia. Kennen Sie Dai Perinia? Das ist Thai-Ginseng und Altbier. Über eine Calcium-Tablette gegossen. Danach kannst du stundenlang ohne Krücken tanzen. Aus den Lautsprechern kommt die ganze Nacht lang Nirvana. Und am Ende des Abends singen wir zusammen im Chor Here we are now, Entertainers. Klingt doch nach einer fantastischen Zukunft, oder? So macht Aussterben Spaß. Ja, ich freue mich drauf. Ich meine, ich muss ja sagen, bin jetzt auch über 30. Trage meinen Teil zur Überalterung der Gesellschaft bei. Methusalem-Komplott, das bin ich. Und ich war kürzlich bei meiner allerersten über 30 Disco. Dort, wo Menschen hingehen, die den Herbst des Lebens erreicht haben. Erinnern Sie sich an den Film Tanz der Vampire? So ähnlich war es dort. Nur, dass im Film nicht stundenlang Foreigner gespielt wird. Es war wirklich unglaublich. Es war wie eine Zeitreise. Man sollte es nicht glauben, wie schnell sich erwachsene Menschen in so einem Umfeld zu Pubertätlichkeiten hinreißen lassen. Es war wie früher schon, als ich dort ankam, vor der Tür im Regen knutschende Mit-40er. Die mit ihrer neuen Eroberung nicht nach Hause gehen können. Wegen Mutti. Dann gehe ich da rein, sitzt an der Kasse ein Kerl, wie sie da sitzen, seit ich denken kann. So der Typ, du machst mir nichts vor, ich war Roadie bei Black Sabbath. Du bist zu jung, du kommst nicht nahe. Ich hab dann gesagt, ich hole meine Eltern ab, dann ging's. Dann gehe ich in die Disco selber und dann kam es, wie es kommen musste. Ich bin natürlich sofort von einer Frau angesprochen worden. Ja, natürlich bin ich sofort von einer Frau angesprochen worden. Wo die Sonne der Erotik niedrig steht, werfen Zwerge lange Schatten. Danke, Mäulesmühle. Jedenfalls, dann ging alles wahnsinnig schnell. Ja, Frauen in dem Alter haben einfach keine Zeit mehr zu verlieren. Nach nicht einmal 5 Minuten sagt sie zu mir. Und? Matthias? Wie sieht's aus? Mit deiner Rente. Ja, was glaubst du? In meiner Generation wird ein Rentner von einem halben Arbeitnehmer finanziert werden und der wird arbeitslos sein. Meine Zusatzversicherung wird für den Solidaritätszuschlag draufgehen. Wenn sie 2040 die PKW-Maut einführen, kann ich mir nicht mal mehr meine Leichenüberführung leisten. Aber danke der Nachfrage. Und du?
Bist du öfters beim betreuten Tanzen? Das war das jähe Ende dieser Beziehung. Und das Ende dieser Nummer. Dankeschön. Matthias, trink von dem, mit dem verschallt. Komm. Bin ja schon über 30. Yes. Kein Schaden. Ich weiß ja, ich weiß ja. Zum Wohle. Zum Wohle, Prost. Ich darf auch, ja. Ich darf auch mittrinken. Ich weiß. Trink halt mit. Ich tue es ja. Red halt nicht, trink. Hoi, Karl, was ist das? Karl, was ist das? Was? Das ist für dich. Was ist? Sieht aus. Schon wieder? Ja. Na Gott, das geht cool, aber haben wir schnell. Was ist das einmal? Der Hände sitzt da gerne, du. Der hat schon drei Bier getrunken und brudelt da unten vor sich nach. Wenn ich den Seucher verwisch. Was meint er da? Welchen Seucher? Wer hat ihn nachgefragt? Das sagt er, sei junger. Der Marcel hat ihm eine riesige Erbschaft versaut. Du, der Marcel ist erst 5 Jahre alt. Wie soll der seinem Vater Erbschaft versauen? Also, ja, das hat ihn nachgefragt. Ne? Dann sagt er, er hat seinen Großonkel mit seiner Frau zu sich heim eingeladen zum Essen. Dann kennst du seinen Großonkel. Ne? Das Fabrikleke, da Millionen, Millionen. Wenn sie mittags beim Kaffee sitzen, dann zupft der gleich Marcel seinem Onkel am Ärmel und sagt, du Onkel, du hast etwas, was bei mir in meinen Märklin-Baukasten einpassen könnte. Ja, ja. Oh, sagt der Onkel. Und was ist das, Marcel? Sagt er, mein Papa hat gesagt, du hättest heute bestimmt wieder deine alte Schreckschraube dabei. Karl, also, bitte. Wir sind jetzt ja leider wieder am Schluss und wir sagen wie immer, bitte, danke. Matthias, wir sagen wie immer etwas Wichtiges zum Schluss und das hat auch der Pfarrer Fliege selbiges Mal noch, Sie wissen, zu der Alte, zum Alter, zum Thema Alter immer gesagt, legt uns am Arsch und bleibe gesund. Ja. So shall I know, but so high,